Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Produktvorstellung Company Flex. Dies ist die fünfte Folge einer sechsteiligen Serie. In dieser Folge geht es um Company Flex Cloud PBX. Das Verstehen fällt leichter, wenn man die vorherigen Folgen gesehen hat. Zu Beginn war das Kommunikationskonzept von Company Flex Thema, also das Telefonieren über die Cloud. Für das Verständnis der Cloud PBX ist ganz wesentlich, dass Company Flex im Rechenzentrum in Ebenen gegliedert ist. Für jeden Kunden wird in unserem Rechenzentrum ein eigener Bereich auf dem Company Flex Server eingerichtet. Das ist die oberste Ebene. Hier werden die Grundpakete des Kunden angelegt. Ein Kunde kann durchaus mehrere Grundpakete haben. Sie werden jeweils separat betrachtet und sind voneinander völlig unabhängig. Innerhalb eines Grundpakets können die Cloud PBX und beliebig viele SIP-Trunks angelegt werden. Bei Cloud PBX wird von Arbeitsplätzen gesprochen. Grob gesehen ist es etwa das, was man ansonsten als Nebenstellen bezeichnet. Grob deswegen, weil Cloud PBX Arbeitsplätze wesentlich leistungsfähiger sind als Nebenstellen. Die Arbeitsplätze werden in der Cloud PBX angelegt. Letztlich ist ein Arbeitsplatz in der Cloud PBX ein Profil, also eine Konfiguration auf dem Server. Das heißt, für jeden Arbeitsplatz in der Cloud PBX gibt es auf dem Company Flex Server ein Profil. Hier sind alle Merkmale des Arbeitsplatzes gespeichert. Neben den Arbeitsplätzen sind noch weitere Funktionen der Cloud PBX hier hinterlegt. So zum Beispiel Gruppenfunktionen, das Reporting, Sprachdialogserver und so weiter. Auf der Ebene des Arbeitsplatzes sind die Details der Konfiguration hinterlegt. Hier ist festgelegt, welche Rufnummer dem Arbeitsplatz zugeordnet ist. Die Endgeräte, die für die Verwendung vorgesehen sind, werden hier mit dem Profil verknüpft. Auch die Sprachbox, die Kontakte, die Anruflisten, die Rufumleitungen, die Gruppenzugehörigkeiten und vieles mehr werden hier konfiguriert. Die Cloud PBX im Company Flex ist eine Telefonanlage aus der Cloud, die mehr bietet als nur Telefonieren mit dem Festnetztelefon. Funktionsumfang und Leistungsmerkmale sind, wie bei anderen Telefonanlagen, recht umfangreich. Deswegen wird hier eine Auswahl von 12 besonders wichtigen Punkten vorgestellt. Jeder Arbeitsplatz in der Cloud PBX hat eine externe Rufnummer. Darüber hinaus können jedem Arbeitsplatz bis zu 10 weitere Rufnummern zugewiesen werden. Arbeitsplätze in der Cloud PBX können mit bis zu 6 Endgeräten verknüpft werden. Wie sich die einzelnen Geräte bei eingehenden Anrufen verhalten, das lässt sich konfigurieren. Standard ist, dass alle Geräte klingeln. Für jeden Arbeitsplatz kann kostenfrei der Desktop-Client konfiguriert werden. Darüber hinaus stehen Apps für Mobilgeräte zur Verfügung. Später dazu mehr. Bereits in der Grundausstattung kann jeder Arbeitsplatz aus dem Homeoffice genutzt werden. Die Endgeräte, zum Beispiel der Desktop-Client, melden sich dann ganz automatisch über eine bestehende Internetverbindung am Company Flex Server an und es kann genauso wie im Büro telefoniert werden. Telefonkosten am Privatanschluss entstehen dabei selbstverständlich nicht. Auch die WebEx-Integration gehört bei jedem Arbeitsplatz zur Basisausstattung. Später dazu mehr. Für jeden Arbeitsplatz kann individuell zwischen 2 Varianten der Mobilfunkintegration gewählt werden. Auch dazu später mehr. Für jeden Arbeitsplatz kann individuell Clipno-Screening eingestellt werden. Auch diese Funktion gehört zur Grundausstattung und ist kostenfrei. Für jeden Arbeitsplatz steht ein Online-Portal zur Verfügung. Das ermöglicht es dem Nutzer, von überall aus die Einstellungen des eigenen Arbeitsplatzes in der Cloud PBX anzupassen, zum Beispiel um in unerwarteten Situationen eine Rufumleitung einzurichten oder auf Kontakte zuzugreifen. Die Administration der Cloud PBX erfolgt vollständig über das Online-Portal. So kann ganz einfach auch standardübergreifend administriert werden, ganz ohne Wegezeiten. Im Administrationsportal werden neben den Arbeitsplätzen auch alle anderen Funktionen konfiguriert. So ist es zum Beispiel möglich, Rufnummern aus einem Rufnummernblock zu verlängern, um ganz spontan auf gestiegenen Bedarf zu reagieren.
Mit der selektiven Rufweiterleitung können Anrufe nach verschiedenen Kriterien selektiert und zu unterschiedlichen Zielen weitergeleitet werden. Alle hier gezeigten Funktionen gehören zur Basisausstattung und sind kostenlos. Mit dem Sprachdialogserver besteht eine leistungsfähige und zugleich einfache Möglichkeit, Anrufern ein Auswahlmenü anzubieten und die Anrufe entsprechend zu leiten. Weiter geht's mit den Soft-Clients der Cloud PBX. Die Client-Software ist auf allen Geräten einheitlich und einfach zu bedienen. Mit allen Geräteklassen ist Telefonieren und das Nutzen der Videokonferenzfunktionen möglich. Die Mobilfunkintegration ist ein ganz besonderes Highlight der Cloud PBX. Deswegen hier nun die wichtigsten Punkte in Kürze. Es stehen zwei Varianten zur Auswahl. Mit der Magenta 1 Business Integration werden Festnetz und Telekom Mobilfunk im Netz zusammengeführt. Die Alternative heißt Mobile Client. Hierbei werden Cloud PBX und Mobilfunk unabhängig voneinander am Smartphone genutzt. Bei der Mobilfunkintegration werden ein Arbeitsplatz der Cloud PBX und ein Telekom Mobilfunkanschluss im Netz zusammengeführt. Telefoniert wird wahlweise mit der Cloud PBX App oder der normalen Telefonie App des Handys. Anrufe an die Festnetz- und die Mobilfunknummer können angenommen werden. Abgehende Telefonate, auch mit der Festnetznummer, können sowohl mit der Cloud PBX App als auch mit der Telefonie App des Handys geführt werden. Die Alternative heißt Mobile Client und ist unabhängig vom Mobilfunkanschluss. GSM-Telefonate werden, wie gewohnt, über die normale Telefon-App des Smartphones geführt. Cloud PBX-Telefonate werden über die Cloud PBX-App geführt. So ist es möglich, ankommende Anrufe an die Cloud PBX am Smartphone anzunehmen. Abgehende Verbindungen mit der Cloud PBX-Festnetznummer werden mit der Cloud PBX-App am Smartphone aufgebaut. Auf Seiten der Cloud PBX sind beide Varianten kostenlos. Für GSM-Telefonate gilt der Mobilfunkvertrag. Alle Telekom-Mobilfunkkarten mit Laufzeitvertrag, also Karten, für die monatlich eine Rechnung gestellt wird, können integriert werden. Bei Mobile Client spielt der Mobilfunkvertrag keine Rolle. Die Cloud PBX funktioniert auf dem Smartphone auch ohne SIM-Karte, vorausgesetzt, das Handy hat eine Internetverbindung, zum Beispiel über WLAN. Die Integration erfolgt im Netz und funktioniert deswegen auch ohne App. Der volle Funktionsumfang wird erreicht, wenn die App eingesetzt wird. Beim Parallelbetrieb ist die App Voraussetzung dafür, dass über die Cloud PBX telefoniert werden kann. Da bei der Integration Festnetz und Mobilfunk zusammengeführt werden, funktioniert besetzt übergreifend. Das heißt, wenn auf dem Festnetz gesprochen wird, dann gelten die Regeln, die für den Besetzfall festgelegt sind, auch für Anrufer, die die Mobilfunknummer anrufen. Anders bei Mobile Client. Führt man ein Telefonat über die Cloud PBX App, dann hören Anrufer, die die Mobilfunknummer wählen, ein Freizeichen und das Handy klingelt. Bei der Integration können abgehende Cloud PBX Telefonate auch über GSM geführt werden. Da Cloud PBX bei Mobile Client unabhängig vom Mobilfunk arbeitet, steht diese Option hierbei nicht zur Verfügung. Entsprechend verhält es sich bei der Übermittlung der Rufnummern bei abgehenden Telefonaten. Mit der Integration kann grundsätzlich die Festnetznummer übermittelt werden, auch bei GSM-Telefonaten. Bei Mobile Client wird, wegen der Unabhängigkeit der Cloud PBX vom Mobilfunk, bei GSM-Telefonaten grundsätzlich die Mobilfunknummer angezeigt. Bei Telefonaten über die Cloud PBX App wird die Festnetznummer übermittelt. Auch in Bezug auf die Belegung paralleler Gespräche ist die Integration vorteilhaft. Abgehende Cloud PBX Telefonate vom Handy werden in der Regel über GSM geführt und belegen deswegen kein paralleles Gespräch. Das gleiche gilt für ankommende Anrufe an die Mobilfunknummer. Bei Mobile Client werden Cloud PBX Telefonate grundsätzlich als Voice-over-IP Telefonate über die Cloud PBX App geführt. Daher belegen externe Telefonate ein paralleles Gespräch. Grundsätzlich gilt, dass interne Telefonate im Company Flex keine parallelen Gespräche belegen. Das gilt auch dann, wenn mit dem Handy telefoniert wird. Abgehende GSM Telefonate belegen kein paralleles Gespräch und werden gemäß dem Mobilfunkvertrag abgerechnet.
Für integrierte Mobilfunkkarten gibt es darüber hinaus einen weiteren Vorteil. 5 Euro Preisnachlass auf den AGB-Grundpreis. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass ein Mobilfunkvertrag in einem Business Mobile Tarif in einen Arbeitsplatz der Cloud PBX integriert wird. Da Mobile Client unabhängig vom Mobilfunkvertrag ist, entfällt hier der Vorteil. Die Integration kann ganz einfach im Administrationsportal durchgeführt werden, indem das Zusatzpaket Magenta 1 Business Integration gebucht wird. Bei der Buchung muss lediglich die Mobilfunknummer und das Kundenkonto der Mobilfunkkarte angegeben werden. Anschließend kann die Cloud PBX App installiert werden, damit der volle Funktionsumfang zur Verfügung steht. Die Bindefrist für das kostenfreie Zusatzpaket beträgt 30 Tage. Wird ein Mobilfunkvertrag mit einem vorteilsberechtigten Tarif integriert, dann erfolgt die Buchung des Vorteils ganz automatisch. Mobile Client wird ebenfalls im Administrationsportal eingerichtet. Über die Endgeräteeinstellungen wird dem Arbeitsplatz das Profil Mobile Client zugewiesen. Um die Cloud PBX am Handy nutzen zu können, muss anschließend die Cloud PBX App installiert werden. Endgeräteeinstellungen können grundsätzlich ohne Bindefrist geändert werden. Mit WebEx gehören Collaboration-Funktionen zu jedem Arbeitsplatz der Cloud PBX. Für jeden Arbeitsplatz der Cloud PBX stehen 3 Konferenzpakete auf Basis von WebEx zur Auswahl. Das Basic-Paket gehört zu jedem Arbeitsplatz dazu und ermöglicht Telefon- und Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern ganz ohne Aufpreis. So können mit jedem Arbeitsplatz der Cloud PBX Online-Termine geplant und durchgeführt werden. Der Funktionsumfang lässt kaum Wünsche offen. Zusammenarbeit ist in vielfältiger Weise möglich, so auch am virtuellen Whiteboard und in Breakout-Sessions. Die Integration in die Office-Umgebung vereinfacht das Arbeiten sehr. Es steht ein Cloud-Speicher von 2 GB zur Verfügung. Die Dauer der einzelnen Konferenzen ist auf 40 Minuten beschränkt. Mit dem Zusatzpaket Konferenz Plus sind Konferenzen mit einer maximalen Dauer von 24 Stunden möglich. Es steht ein Cloud-Speicher von 5 GB zur Verfügung. Der Funktionsumfang ist mit dem Basic-Paket identisch. Das Zusatzpaket Konferenz Premium ermöglicht Konferenzen mit bis zu 1000 Teilnehmern und darüber hinaus das Streaming der Konferenzen auf YouTube oder Facebook. Aus der Liste der zusätzlichen Funktionen der Premium-Variante ist das Delegieren der Gastgeberfunktionen ganz besonders nützlich. Selbstverständlich können auch konventionelle Telefone an der Cloud PBX benutzt werden. Für die Cloud PBX sind Telefone von Yealink und Cisco im Portfolio. Die Geräte verfügen über eine spezielle Software für die Verwendung an der Cloud PBX. Es sind alle Geräteklassen von Basic bis Premium verfügbar. Ergänzt wird die Telefonauswahl durch Zusatzmodule und Konferenzspinnen. Grundsätzlich können auch baugleiche Geräte verwendet werden, die aus anderen Quellen bezogen wurden. In diesem Fall muss vor der Verwendung mit Cloud PBX zunächst die Software auf den passenden Stand gebracht werden. Damit ist die 5. Folge zu Ende. In der 6. Folge geht es um Preise, Unterstützung, das Sales Kit und Try and Buy. Tschüss und bis zum nächsten Mal.